2017 betraten die ersten deutschen Hauptkräfte im Rahmen der Enhanced Forward Presence litauischen Boden. Wir haben jetzt mit den 70 Soldaten, die heute angekommen sind, 90 deutsche Soldaten hier in Litauen. Damit sind die ersten Hauptkräfte für die Battle Group Enhanced Forward Presence eingetroffen. Wir können jetzt anfangen zu arbeiten und da gibt es eine Menge zu tun für uns. Und das werden wir jetzt zusammen mit unseren litauischen und belgischen Kameraden ab nächste Woche mit den Niederländern zusammen angehen. Anlässlich der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 dient die EFP der Sicherung der NATO-Ostflanke durch gemeinsame Übung und Ausbildung mit den Bündnispartnern vor Ort. Dies stärkt den Zusammenhalt im Bündnis und soll Russland glaubhaft vor einem Eingriff in die Souveränität der NATO-Partner abschrecken. Dazu haben die Mitgliedstaaten im Baltikum und in Polen 4 EFP Battlegroups aufgestellt. Die EFP Battlegroup Lithuania steht dabei unter deutscher Führung. Mit ihren multinationalen Kameraden übt die Bundeswehr in Rukla Tag für Tag. Von den 1.100 Soldatinnen und Soldaten in der Battlegroup kommen 550 aus der Bundeswehr. 9 Nationen sind an der Battlegroup in Litauen beteiligt. Dabei sind viele verschiedene Systeme im Einsatz. Die Truppe vor Ort samt Material wechselt halbjährlich im Rotationsverfahren. Während der Rotation üben die Frauen und Männer der Battlegroup vielfältige Szenarien, wie etwa den Orts- und Häuserkampf, den infanteristischen Waldkampf oder den Panzerkampf. Die Besonderheit dabei, die Battlegroup ist der litauischen Iron Wolf Brigade unterstellt. Die Krönung jeder Rotation ist die gleichnamige Großübung Iron Wolf. Auf dem größten Übungsplatz Litauens in Pabrade zeigt die Battlegroup, was sie kann und zertifiziert sich dabei nach NATO-Vorgaben. Multinationale Zusammenarbeit hat dabei einen großen Stellenwert. Auch bei komplexen Vorhaben arbeiten die unterschiedlichen Streitkräfte effektiv zusammen. Angesichts russischer Aggressionen und Truppenbewegungen im ukrainischen Grenzgebiet ist die EFP so wichtig wie nie zuvor. Zum Februar 2022 startet die 11. Rotation unter Führung des Panzergrenadierbataillons 411 aus Viereck.